hier nochmal ein anderes Bild für das Thema. Man kennt ja das Thema aus der Kommunikation, integrierte Kommunikation, das wäre integriertes Wirtschaften. Das heißt also, wir haben neue Währungen, wie zum Beispiel die Komplementärwährung. Es gibt hier auch in dem Buch beschrieben, wen das interessiert, eine Währung, ich bin noch nicht so ganz eingestiegen, die im Prinzip die Umwelt rettet, wo man etwas dafür tun kann. Vielleicht gibt es auch in meinen Vorträgen später jemanden, der das erwähnt, keine Ahnung. Das wär eine Möglichkeit, mit dieser Krise positiv umzugehen und etwas zu tun für unsere Welt, die das dringend nötig hat, weil das ist ja die Welt, auf der wir leben. Genau. Dazu wollte ich noch eine kleine Geschichte erzählen, also eine super Vision in die Zukunft. Also wir tun jetzt mal so, als ob wir die Komplementärwährung schon haben. Ja? Es ist 13 Uhr. Für Anna, Leiterin der Kundenbetreuung bei der größten Telekommunikationsgesellschaft in München, ist Feierabend. Mit der Hochgeschwindigkeitsmetro fährt sie in 15 Minuten in ihre andere Gemeinschaft, in ihr Dorf, zurück. Anna gefällt ihr Beruf, doch sie kann es kaum erwarten, bis sie wieder in ihrem Studio ist und an ihrem Buntglas-Arbeiten weitermacht. Vor kurzem begann sie ihr bisher ehrgeiziges Projekt, ein großes Buntglasfenster, das die wichtigsten Ereignisse in der Geschichte ihres Heimatdorfes zeigt. Beim nächsten zweiwöchigen Kunstfestival im Sommer will sie das Fenster dem Zentrum für Erwachsenenbildung stiften. Annas Kollegen in der Firma führen alle ein ähnliches Leben. Wolfgang aus der Finanzabteilung ist ein begeisterter Freund des afrikanischen Tanzes und hat seine eigene Tanzgruppe gegründet. Birgit in der EDV-Abteilung ist Holzschnitzerin und überlegt, ob sie die speziellen Holzrahmen für Annas Fenster machen soll. Rainer aus der Personalabteilung restauriert alte Lauten und andere Musikinstrumente. Da Komplementärwährungssysteme beide Formen der Arbeit fördern, hat jeder in Annas Dorf die Möglichkeit zu einer dualen Karriere. Manche entscheiden sich für die traditionelle Ganztagsbeschäftigung bei einem Unternehmen, andere konzentrieren sich auf ihre künstlerischen Interessen und verdienen einen Großteil ihres Lebensunterhalts in der Gemeinschaftswährung. Viele kombinieren beides, weil sie die Möglichkeit dazu haben und das Leben in einer Welt im Gleichgewicht einfach lebenswert ist. So, jetzt bin ich auch schon nahezu am Ende, aber ich wollte Ihnen noch was mit auf den Weg geben, wenn das hier funktioniert. Jetzt ist meine Maus verschwunden. Hilfe. Hinter dir siehst du die Beschreibung, wo ist meine Maus? Ich sehe sie nicht. Rechts außen. Rechts außen. Rechts Mitte. Unter oder aufziehen. Also bei mir ist sie nicht. Okay, genau, jetzt der wichtige Punkt, don't talk, act, vom Teilnehmer zum Teilgeber werden. Das ist das, was wir hier möchten mit Mission Future. Und jetzt, Herr Holz, können Sie nochmal gucken, ob das jetzt funktioniert mit dem Film? Ich schau mal, das wollte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben, diesen Film. Der kommt von einem Unternehmer, der ist 36 Jahre, den habe ich vor kurzem kennengelernt in Berlin, Morten Land heißt der. 36 Jahre, 4 Kinder, keine Aktien mehr, aber 88 Startups, unter anderem auch Skype. Also Sie kennen das, dieses, wo man im Internet kostenlos kommunizieren kann. Und er hat einen Song, einer meiner Lieblingssongs von Coldplay genommen und mit Text unterlegt und das möchte ich Ihnen gerne noch mit auf den Weg geben und dann bin ich durch. Schauen wir mal, ob es funktioniert. You try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in rivers, and the tears come streaming down.
Chancen, irgendwo, dass wir was besser machen, und ich freue mich auf den nächsten.